Moskau schlägt eine weltweite Welle der Empörung entgegen. Die Bilder aus dem Kiewer Vorort Butscha, wo nach dem Abzug russischer Truppen auf den Straßen Leichen von BewohnerInnen lagen, hatten am Wochenende für Entsetzen gesorgt. Forderungen nach härteren Sanktionen werden jetzt noch lauter, besonders nach einem Verbot russischer Gasimporte. US-Präsident Joe Biden will den russischen Staatschef Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen vor Gericht stellen. Der ukrainische Außenminister warnte nach Gesprächen mit Amtskollegen in Polen, dass die Morde in Butscha nicht die letzten sein werden. Die Schrecken, die wir in Butscha gesehen haben, sind nur die Spitze des Eisbergs aller Verbrechen, die von der russischen Armee auf dem Gebiet der Ukraine begangen wurden. Und ich kann Ihnen ohne Übertreibung, aber mit großem Bedauern sagen, die Situation in Mariupol ist viel schlimmer. Russlands Außenminister Sergej Lavrov hingegen sagte, die Bilder aus dem Kiewer Vorort seien eine inszenierte antirussische Provokation. Eine sofortige Sitzung des UN-Sicherheitsrats wurde Russland verweigert. Sein UN-Botschafter wollte dort Beweise präsentieren, dass die Videos gefälscht seien. Es war von Anfang an klar, dass es sich um nichts anderes handelt als eine weitere inszenierte Provokation mit dem Ziel, das russische Militär zu diskreditieren und zu entmenschlichen und politischen Druck auf Russland auszuüben. Wir haben Beweise, die das belegen. Wir wollen sie dem Sicherheitsrat so bald wie möglich vorlegen, damit die internationale Gemeinschaft nicht durch die von Kiew und seinen westlichen Sponsoren verbreitete falsche Darstellung in die Irre geführt wird. Russland hat einen Großteil seiner Streitkräfte aus der Hauptstadtregion abgezogen. Nun schickt es Truppen und Söldner in den Osten der Ukraine, um die Kontrolle über den Donbass zu erlangen. Eine weitgehend russischsprachige Industrieregion, zu der auch das belagerte Mariupol gehört.